Hallo. Ja, ich bin wieder da. Ich bin zurück. Und zwar wieder mit dem Kochvideo. Backvideo eher. Wir machen heute Apfelkuchen. Und los geht's. Für den Apfelkuchen brauchen wir Margarine, Zucker, Mehl, Mehl, ein halbes Backpulver, Vanillezucker. Letztes brauchen wir noch vier Eier. So. Ein Schneebesen und eine Worge. So, ich habe jetzt alles zusammen und jetzt fangen wir mal an. Also, dann eine Worge. Dann brauchen wir Butter, also Margarine. Dann noch Zucker. Ja, genauso viel Zucker, ey. Wir wollen sie nicht zu süß machen. Doch, Mann, doch. Die Butter sollte natürlich auch weich sein, sonst wird nichts. Können wir auch weitermachen. Eine exakte Menge Mehl, wie Margarine, in diesen Teig. Kannst du mal auf Null gehen? Hallo? Auf Null? Null? Dankeschön. Backpulverchen rein. Lavendel. Dann geht's weiter. Dann kommt da noch eins, zwei. Naja. Okay, drei, vier, fünf. Hände waschen. Wegen den ganzen Salmonellen. Vielleicht, wenn man zuerst die Eier, dann das Mehl, aber es wird schon beinisch. Joa, ist selbst ein B-Teig, auch ganz okay. So, aber was brauchen wir noch für einen Apfelkuchen? Genau, Pudding. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum jetzt Pudding in einen Apfelkuchen? Dazu kann ich nur sagen, auf besonderen Wunsch von meiner Oma. Bis gleich. Joa. Ich habe jetzt Messbecher, Milch, Löffel und Vanillezucker. Und weil ich ja jetzt ein Blechrezept gemacht habe, mache ich mal zwei Päckchen. Ich habe keine Ahnung. Ach, wisst ihr was? So, wir haben jetzt 1 Liter Milch. Naja, vielleicht ja, sind ja da drin. So. Und dann haben wir dann Puddingpulver. 3 Gründe, warum ich kein Pudding koche. Das ist Grund 1. Da noch keine Ahnung, wie viel Milch wir brauchen, weil ich habe keine Ahnung, ich habe schon lange kein Pudding mehr gekocht. So, also die Milch kommt jetzt in den Topf rein. Wir machen ohne Zucker, weil wir haben keinen Zucker mehr. Nein. Und das spart ein bisschen Zeit, finde ich wieder. So. Also, dann gehe ich da mal kurz zum Topf, koche mal kurz den Pudding und dann sehen wir uns dann mit was anderem wieder. Also dann, bis gleich. Also ich koche gerade Pudding, also ich koche jetzt die Milch in den Topf auf, da ist Topfchen, da ist dann dieses aufgelöste Pudding Milch, was natürlich absolut glimpfenfrei ist, ist ja logisch, sonst klappt es ja nicht. Und da ist ein Löffel. Wenn die Milch kocht, also wenn die Milch Hallo sagt, dann fülle ich das da rein, dann wird es nochmal gerührt und dann ist der Pudding schon fertig. Also, den Pudding habe ich jetzt gekocht, der Pudding ist fertig, so, werden jetzt schon Äpfel geschält. Oh. Wie mache ich denn? Ich mache mal 5 Äpfel. Ja, 5 Äpfel. So. Die Äpfel werden jetzt nun geschält. Jeder einzelne Apfel wird jetzt nun geschält. Mit einem professionellen Sparschäler. Mal Linkshänder Lifestyle. Und 5. Nachdem wir alle Äpfel brav und sauber geschält haben, werden die jetzt geschnitten und spalten. Und so habt ihr ganz schnell viele Äpfel geschnitten. So. Aber die Äpfel sind jetzt nur Äpfel. Das ist jetzt recht wenig. Glaube ich natürlich. Wer kennt's, bei einem Apfelkuchen muss natürlich richtig Pfeffer rein. Deswegen tun wir jetzt Pfeffer rein.
ganz viel Pfeffer, weil Pfeffer und Äpfel vertragen sich so gut. Zwischen Mehl und Mehl, Bäcker hat gerufen. Ich mache es hier kurz sauber, also das hier so, und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Wow! Und so schnell könnt ihr ganz einfach viel, viel Scheiß wegräumen. Also, jetzt hat, kommt es um die Hochzeit. Das heißt, ich hole jetzt mit den Teig, vielleicht mit Schaba, viel zu viel Pudding. Der Plan ist folgender. Dann ist der Teig drauf, dann Pudding, dann Äpfel, und dann müssen wir da noch schnell noch Streusel machen. Also, Teig. Das ist ein bisschen, also das ist ein bisschen so guter B-Teig. So, genauso lassen. Als Einkaufladen verteilen. Boah, die Massen bewegen sich. Die Massen kleben eher. Unsymmetrisch, ungleichmäßig, alles, was das Herz begehrt. Das Pudding. Lass mal kurz warten. Toll. Hätte ich vielleicht noch einen Schaber gebraucht. Obwohl. Ja, ist mir nur ein bisschen angebrannt. Oh, Scheiße. Doppelsalz. Nö. Pudding. So ein Pudding, das kann ja auch so ein bisschen ausgleichend sein, oder? Nein? Und auf den Pudding kommen jetzt die Äpfel. Mit ganz viel Liebe verstreut. Ich glaube, der Puddingkuchen mit Apfel. Naja, was soll's. Mengenangaben wie immer ohne Gewähr. Vielleicht noch einen Apfel schneiden können. 6 Äpfel anstatt 5. 4 Streusel brauchen wir Mehl. Margarine. Zucker. Salz. Mal bitte mitmachen hier, die Scheiße. Ey. Mein Gott, mein Gott. Ganz wenig Butter. Zarte 180 Gramm. Erstmal wieder geschmolzen, also gemikrowellisiert. In diese flüssige Margarine muss jetzt noch 250 Gramm Mehl plus 150 Gramm Zucker. Der Kuchen ist ja schon nicht süß genug. Damit es auch ein bisschen salty ist, kommt ein bisschen Salz rein. Der Brise. Das war jetzt eine sehr gute Brise. Dann geht's mal weiter. So, haben wir jetzt nun die Streusel. Und die kommen jetzt nun schön als. Nee, die kommen jetzt ein Händchen nehmen. Ah, die waren. Dann einfach nur droppen. Diesen Kuchen backe ich jetzt für eine Stunde in der Ofen. Schau mal, was passiert. Bis gleich. So, ich habe den Kuchen jetzt mal rausgeholt aus dem Ofen. Aus dem Ofen. Und es sieht an sich recht gut aus. Zum kann man jetzt noch ein bisschen zum Zucker noch ein bisschen drüber streuen. Ganz wenig. Eine Zimt. Das war jetzt Beinlisch. Ach, das geht schon.